Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Dezember 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich finde das auch präzis, diese Berechnung. Wie kam ich dazu? Ich arbeite seit Jahren mit dem Kalender von Astronomen und das hat nie übereinstimmt auf dem westlichen Horoskop. Und das hat mich stutzig gemacht. Warum ist es so? Warum sind die Planeten nicht dort, wo im Horoskop das beschrieben ist und in Wirklichkeit im Himmel ist woanders? Bis ich dann entdeckt habe, die indischen Astrologie, die indischen Berechnung, wo die Präzession berücksichtigt ist. Und somit ist das im Einklang mit dem Kalender, mit dem Berechnung von Astronomen. Liebe Siuliria, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das bleibt. Was aber nicht bleibt, das Leben ändert sich etwas, du veränderst dich, auch die Position von Sonne, Mond und die Planeten ändert sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, das nennt man Transit und diese Transitbewegung aktiviert was im Geburtshoroskop, also löst was aus und genau das schauen wir auch an. 1. Dezember 2019. Uranus ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, es bremst etwas oder zeigt Vergangenheit oder dass wir noch Zeit brauchen, etwas noch betrachten oder überprüfen. Uranus bewegt sich immer wieder, nicht nur Monat Dezember, sondern noch einigen Jahren nach indischen Berechnung. Und Uranus löst Veränderungen aus. Uranus löst unerwartete Ereignisse aus und ungewöhnliche Kontakte, Begegnungen, manchmal kommt es blitzartig. Uranus ist hier im Widder. Natürlich wirkt die Widderenergie und das zeigt ein Neuanfang, Veränderungen, ein Neuanfang. Und es wirkt bei dir hier im fünften Haus oder fünften Lebensbereich. Das steht in Verbindung zu deinen Kindern. Oder zu deinem inneren Kind. Hier kommen auch Erinnerungen an eigene Kindheit. Dieser fünfte Haus zeigt auch die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie, etwas schöpferisch gestalten. Das kann auch ein Hobby sein oder die Freizeit sein, aber zeigt auch Lebensfreude. Und hier in Freizeit oder mit deinen Kindern oder mit deiner Kreativität kommen hier Ereignisse und Veränderungen. Dafür sorgt dieser Uranus-Transit. Rahu und Ketu, das sind die beiden Mondknoten. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten,
bei dir hier im Wassermann im dritten Lebensbereich. Und das ist ein karmischer Weg, was du noch nicht kennst. Aber deine Seele hat diesen Weg ausgesucht, weil das brauchst du als Erkenntnisse, als Lebensaufgabe oder das zum Lernen. Und das bedeutet, dich behaupten im Leben. Das sind Prüfungen oder Schulungen oder Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Kontakten oder Medien. Aber wichtig ist hier zum Lernen, dich durchsetzen im Leben, dich behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen. Aber für dich ist das ein Neuland. Was aber vertraut ist, weil in diesem Lebensweg bist du schon gegangen, das zeigt hier die absteigenden Mondknoten, das sind die Erinnerungen. Und das ist die Löwe-Energie, deine Selbstdarstellung und steht in Verbindung zum Ausland, zum Auslandkontakten, zum Reisen, aber auch zum Spiritualität, was eine innere Reise zeigt. Und du hast diese Weisheit in dir. Die beiden Mondknoten nehme ich jetzt raus, weil ich habe die Karte nur einmal und ich brauche das, weil die bewegen sich auch und lösen natürlich auch durch diese Transit etwas aus im Horoskop. Und das heißt Rahu, und das ist die aufsteigende Mondknoten, aktiviert karmischen Themen und das ist ein Neuland, Neuigkeiten, Veränderungen, Neuigkeiten. Und das in Zwillingen. Das heißt, die aufsteigende Mondknoten bewegt sich bis Ende 2020 in Zwillingen. Und hier aktiviert bei dir etwas in dein Liebesleben, weil die siebte Haus oder siebten Lebensbereich symbolisiert Partnerschaft. In dein Geburtshoroskop ist hier dein Mond und unserem Planet Erde bewegte sich auch in Zwillingen in diesem Moment, wo du geboren bist und unserem Planet Erde zeigt, hier manifestiert sich etwas. Aber das ist in dein Geburtshoroskop. Und die Transitbewegung, das ist jetzt diese Rahu-Energie oder aufsteigende Mondknoten, ist hier in Zwillingen im siebten Haus bis Ende 2020. Mars symbolisiert deine Kraft, zeigt, wo sollst du deine Kraft einsetzen oder nicht einsetzen. Kann auch bedeuten, dass man zurückhaltend sein sollte, im Kraft zu bleiben, die Ruhe bewahren, im Ruhe liegt die Kraft. Mars bedeutet im Geburtshoroskop der Mann. Und bei dieser Transitbewegung kann aber ein anderen männlichen Person sein. Ein netter Nachbar oder Kollege oder jemand von Familie. Diese Marsbewegung ist im Waage. Also erstens fragen wir, wo sollst du deine Kraft einsetzen? Das ist Freundeskreis und Bekanntenkreis, eventuell eine Gruppe. Mars bedeutet deine Kraft und das ist auch deine Überzeugungskraft. Die 11. Haus oder 11. Lebensbereich symbolisiert auch deine Wünsche, deine Hoffnungen. Und davon sollst du überzeugt sein. Mars ist ein Mann. Das kann natürlich ein bestimmter Mann sein, was deine Hoffnungen entspricht. Und das bezieht sich auf Liebe, Partnerschaft. Oder du sollst deine Kraft einsetzen, deine Wünsche als Ziel setzen und an diesem Weg zum Bleiben,
Das ist Zielerreichung und davon überzeugt zu sein, dass du im Ziel auch ankommst. Oder in einer Gruppe, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, hast du hier Kontakte mit einer oder mehreren männlichen Personen oder du musst dich behaupten und dich durchsetzen und wehren. Das ist auch Mars-Energie. Merkur ist auch hier im Waage. Das sind Kontakte, Gespräche, Verhandlungen, eventuell ein Vertrag. Mars kann auch Sport, Bewegung bedeuten und mit Merkur ist es auch möglich, dass du einen Vertrag unterschreibst in einen Sportverein oder gehst du zum Kraftsport oder wie auch immer. Das hat mit Bewegung oft was zu tun. Oder dass du durch Gespräche kannst du dich behaupten oder musst du dich wehren im Bekanntenkreis. Sonne befindet sich in Skorpion. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Tagesthemen. Monatsthema ist die Skorpion-Energie und das heißt auf die Gefühle achten. Skorpion gehört nämlich zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Das ist die Transformation, die Gefühle raus aus negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und übergehen auf die positiven Gefühle wie Vertrauen, Kraft und Mut, Begeisterung und Liebe, aber auch Leidenschaft. Die 12. Lebensbereich bedeutet Rückzug oder in die Tiefe schauen, die Ursache erkennen an etwas. Sonne gibt dir Licht und lässt deinen Augen öffnen an etwas und hier im 12. Lebensbereich bedeutet die Geheimnisse erkennen oder hinter den Kulissen schauen oder in die Tiefe schauen und diese Erkenntnisse gewinnen. Jupiter ist im Schütze. Jupiter zeigt eine gewisse optimistische Haltung. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil du hast Schütze-Aszenden. Und das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Durch Jupiter hast du das Glück, dass du Anerkennung bekommst, dass du wahrgenommen bist. Aber auf eins muss hier achten. Jupiter vergrößert etwas. Natürlich bist du mehr wahrgenommen, ganz klar, und das bringt dir auch Glück, Chancen, Möglichkeiten. Aber im ersten Lebensbereich, wo das um Aussehen und um Körper und Körperbewusstsein auch handelt, bei Jupiter Einfluss kann das Schwangerschaft auslösen oder zunehmen. Also das muss auch dazu sagen. Venus befindet sich auch hier im Schütze und das zeigt deine Weiblichkeit. Und das hat einen Einfluss auf dein Aussehen, da ändert sich etwas. Du bist mehr wahrgenommen oder als Frau hast du mehr Chancen im Leben, weil du bekommst Komplimenten oder hast du diese Anerkennung oder ändert sich etwas. In dein Aussehen zeigst deine Weiblichkeit, aber nicht nur das, sondern dein Schönheitssinn, deine Kreativität. Oder hast du mit einer weiblichen Person oder mehreren weiblichen Personen einen Einfluss, dass diese Frauen einen Einfluss haben auf dich, auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus deine Weiblichkeit, dein Liebesleben, deine Kunst, Kreativität und Ästhetik, diese Talenten
und Fähigkeiten, das ist eine weibliche Energie, zeigt dich auch als Frau. Aber bei diesem Transitbewegung kann anderen Frau oder Frauen auch sein, Einflüsse von außen. Und das erlebst du hier in deinem persönlichen Umfeld oder diese Frauen haben einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder sogar auf dein Aussehen. Oder bedeutet beides, dass du als Frau wahrgenommen bist und hast Erfolg und hast du aber Kontakte mit Frauen, die versuchen, auf dich einen Einfluss zu nehmen. Saturn bewegt sich auch hier im Schütze. Saturn lenkt unserem Schicksal. Durch Saturn Einfluss gibt es schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen. Oft ist es karmisch, weil Saturn hütet den Karma und belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Und hier handelt es sich um deine Persönlichkeit, das im Ausdruck bringen, was für dich wichtig ist, wie du das gestaltest und die Einflüsse von außen beobachtest. Wenn das ein guter Einfluss ist, dann sollst du das mit Dankbarkeit annehmen. Wenn das aber eher ein Hindernis ist, dann sollst du Grenzen setzen oder mal Nein sagen, weil hier bist du wichtig. Dieser Lebensbereich symbolisiert dein Selbst. Hier sagt man, ich bin's, ich mach, ich tue. Also hier ist das Ich betont und das bist du. Pluto bewegt sich auch hier im Schütze und zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das bist du selbst, was du willst. Natürlich kommt die Schütze-Energie auch dazu. Und das heißt Reisen, Bewegung, Neuorientierung, Spiritualität, eine Glaubensrichtung. Und hier lernst du gerade an dir selbst glauben. Oder das, was du vorhast. Ketu befindet sich auch hier bis Ende 2020 und aktiviert karmische Themen. Und mit Ketu oder absteigenden Mondknoten hast du die Erinnerungen, weil Ketu erinnert dich an etwas, hat mit deinem Vergangenheit was zu tun und hier räumst du gerade auf und das trifft dich selbst, trifft deine Persönlichkeit oder deine persönlichen Umgebung. Mond ist im Steinbock. Mond aktiviert die Steinbock-Energie. Etwas in Tat umsetzen, Ziele setzen, geduldig zu sein, das nicht aufgeben. Und dann kommt dazu die Themen von zweiten Haus oder zweiten Lebensbereich und das bedeutet dein Selbstwertgefühl. Die Wertschätzung, das auch Verlangen, Respekt verlangen von anderen. Oder Besitz, wertvolle Dinge im Besitz nehmen, das befestigen, aber nicht festhalten und um die Finanzen kümmern. Und die Werte oder Selbstwertgefühl hängt energetisch zusammen mit Finanzen. Neptun befindet sich hier im Wassermann. Das ist die Schule des Lebens. Und hier lernst du einiges, dich zu behaupten oder durchsetzen oder Austausch von Informationen, Bildung, Schulungen, Medien. Neptun zeigt deine Träume zum Leben. Das ist deine Inspiration. Aber das kommt von innen heraus, von deinen Gefühlen.
3. Dezember 2019, Mond übergeht im Wassermann. Aktiviert in diesen Tagen neue Themen, dich zu behaupten, etwas Neues lernen, Schulung organisieren oder teilnehmen oder Kontakte durch Internet oder Verbindung zum Verwandten. 5. Dezember. Mond ist immer noch in Wassermann und erreicht den weitesten Punkt in sein Umlaufbahn aus der Erde aus gesehen und aktiviert etwas. Das sind unsere Wünsche und Hoffnungen und Sehnsüchte. Nicht nur bei uns selbst, sondern das kann auch der Partner oder Wunschpartner auch treffen. Aber so wie Mond zu weit weg ist von der Erde aus gesehen, genauso fühlt sich das auch an. So ganz weit weg, fast unrealisierbar. Und in solchen Tagen neigen wir dazu, davonlaufen. Kann das auch auslösen, dass das gar nicht uns selbst trifft, sondern unseren Partner oder Wunschpartner, und dann ist er im Rückzug oder zweifelt an etwas, oder haben wir Kontakten, Einflüsse von außen und andere Menschen sagen so etwas, ach, träum nicht so viel, das wird sowieso nicht. Und dann ist wirklich diese Neigung, das Verneinen und Zurückziehen, Volllaufen, weil man verliert die Glauben daran. Und genau in solchen Tagen brauchen wir die Überzeugungskraft und das Stärken, doch, ich gebe das nicht auf, oder doch, ich glaube daran. Und hier lernst du, damit umzugehen. Im selben Tag, am 5. Dezember, übergeht Merkur in Skorpion. Merkur ist im Skorpion. Es sind Gespräche, was uns emotional trifft. Hier im 12. Lebensbereich handelt es sich um Geheimnisse. Und das kann bedeuten, dass jemand erzählt seine Geheimnisse oder ihren Geheimnisse, oder du selbst sollst schweigen. Wenn du in diesem Tag was erzählst, dann kommt es ins Licht, weil die Sonne ist auch da. Also wird das weiter erzählt, also achte auf die Gespräche. Hier handelt es sich auch um Geheimnisse und auch um geheime Feinde, dass du das erkennst. Möglich ist auch, dass jemand spricht hinter deinen Rücken und es ist unangenehm, aber du spürst es. Sei auf jeden Fall zurückhaltend und schweige. 6. Dezember ist Mond in Fischen. Aktiviert neuen Themen, das sind deine Sehnsüchte und Träume und deine Gefühle intensiver wahrnehmen. Möglich ist auch, dass du änderst etwas zu Hause, weil der 4. Lebensbereich hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Es sind keine großen Veränderungen beim Mondeinfluss, aber kleinere Veränderungen sind doch möglich. 8. Dezember, Mond steht in Verbindung zum Uranus und das hier im Widder. Wenn sie eine Konjunktion bilden, heißt, die treffen sich und sie wirken zusammen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und Uranus ist astromedizinisch
zu unserem Nervensystem zugeordnet. Wir reagieren empfindlicher. Und hier erlebst du das mit deinen Kindern oder kommen die Erinnerungen, kann auch Mutterthemen sein, weil Mond symbolisiert auch Empfängnis oder Schwangerschaft, aber auch Mütterlichkeit. Also entweder mit deinen Kindern oder die Erinnerungen an dein Kindheit, besonders wenn es um Mutter handelt. Und das spürst du in diesem Tag intensiver. Möglich ist auch, dass hier ein Veränderungen gibt. Immerhin, Uranus sorgt für Überraschungen und das erlebst du in Freizeit. Oder kommt ein Fest, eine Einladung oder etwas unternehmen mit Kindern. In diesem Tag, gerade bei diesem Konjunktion Uranus-Mond-Verbindung, gibt ein Einfluss von Sternbild Walfisch. Besonderes Paten Kaitos wirkt in diesem Tag. Dieser Paten Kaitos befindet sich nämlich in diesem Sternbild Walfisch und löst etwas aus. Das sind Einflüsse von außen. Jemand versucht etwas dir vorschreiben oder befehlen oder dich unsicher machen. Das kann auch ein Lehrer oder Lehrerin sein, immerhin. Hier handelt es sich auch um Kinder oder in Freizeit passiert etwas, wo jemand versucht dir das befehlen, was du zu tun hast und fehlt die Leichtigkeit. Und das kann auch eine Herausforderung sein. Und hier lernst du Nein zu sagen oder Grenzen setzen. 10. Dezember übergeht Mond im Stier. Es ändert sich etwas in Energie. Man kommt mehr zum Ruhe. Stier vermittelt auch Ruhe oder aktiviert Themen wie Finanzen oder Besitz. Das symbolisiert die Stierenergie auch und das erlebst du im beruflichen Umfeld oder in deinem Alltag, weil immerhin das, was hier im sechsten Haus oder sechsten Lebensbereich auch passiert. 11. Dezember steht Venus mit Saturn in einer sogenannten Konjunktion in Tierkreiszeichen Schütze. Also hier im Schütze. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und deine persönliche Umgebung. Das trifft dich persönlich. Und das heißt, Saturn und Venus, die beiden treffen sie sich. Und sie wirken zusammen. Das kann eine oder männlichen, weiblichen Personen sein, die einen Einfluss haben auf dich persönlich und entweder nimmst du das in Kenntnis oder tut dir das gut, weil somit befestigt sich etwas und hast du diese schönen Kontakte oder du fühlst dich kontrolliert oder eingeschränkt, dann sollst du Nein sagen oder Grenzen setzen. Venus kann auch ein Einfluss sein auf dein Liebesleben. Immerhin ist Venus die Liebesplanet. Und bei Saturn muss das auch ernst nehmen oder kommt Ernsthaftigkeit. Saturn sorgt für Struktur, für Sicherheit, Stabilität. Aber auch überlegen, was möchtest du befestigen, was sollst du loslassen. 12. Dezember ist Vollmond hier im Stier und wird von Aldebaran bestrahlt. Also Aldebaran hat einen Einfluss auf diesen Vollmond. Vollmond bedeutet, öffnet sich unseren Augen oder ein Hinweis, wir sollen etwas klar und deutlich erkennen, das auch mal sehen. Das sind Stierthemen, die Ruhe bewahren, die Gelassenheit
oder sorgen für eine schöne, gemütliche, angenehme Umgebung oder zeigt auch die Kreativität. Stier steht in Verbindung zum Besitz und Finanzen. Da die Augen öffnen, das in Ordnung bringen und bei dir wirkt das in dein Alltag und deiner beruflichen Situation. Aldebaran ist eine von den vier königlichen Sternen. Eine sehr helle Stern im Himmel, die Auge des Stieres. Und Aldebaran symbolisiert, als Wegweiser zu sein. Und das kannst du beruflich auch ausüben. Du bist die Wegweiser, zeigst den Lebensweg für andere. Oder kann auch passieren, dass jemand dir zeigt, wo ist deine wahre Berufung. Und damit öffnet deinen Augen und eine andere Person spielt diese Rolle, Wegweiser zu sein für dich. Aldebaran lässt etwas erkennen, öffnet unseren Augen und zeigt einen Weg, zeigt sich als Wegweiser. 13. Dezember ist Mond in Zwillingen. Mond aktiviert Zwillingsthemen, das sind Leichtigkeit, Kontakte, Verbindungen, Bewegung. Kommt einiges in Bewegung und das erlebst du im siebten Haus oder siebten Lebensbereich und das symbolisiert Partnerschaft. Auf diesem 13. Dezember bei dieser Mondbewegung erreicht Mond diese aufsteigende Mondknoten und Rahu und damit aktiviert karmischen Themen. Und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Und das sind Neuigkeiten oder eine neue Richtung. Und da sollst du auch die Augen öffnen, aber mit dieser Zwillingsenergie diesmal, und das ist die Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten. 15. Dezember befindet sich Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs und kann sich sehr gut entfalten. Mond ist hier zu Hause. Aktiviert unseren Gefühlen, weil Krebs gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Krebs zeigt aber auch die familiäre Verbindung, auch die Mütterlichkeit. Natürlich, das wird auch ein Thema sein. Und dann kommt dazu die achten Lebensbereich. Welche Themen handelt sich hier in diesem achten Haus? Wertvolle Dinge in Besitz nehmen, das befestigen, aber nicht festhalten. Wertlose Dinge loslassen, davon trennen, verabschieden, die Hindernisse auf dem Weg räumen. Dann kommt Thema Sexualität dazu, gehört auch zum achten Lebensbereich. Außerdem Erbschaften, manchmal bedeutet auch Todesfall und Ämtern, ämtlichen Angelegenheiten. Und das hat immer mit Finanzen was zu tun. Investitionen, Termin bei Banken oder Finanzamt oder Versicherungen. Diese Thematik wird hier auch aktiviert. 16. Dezember verabschiedet Venus von Schütze und übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock.
Wenn du bestimmte Wünsche hast bezüglich auf Liebe, Partnerschaft, weil das ist die Venus-Energie, dann kannst du das als Ziel setzen, damit das manifestiert. Das ist die Erde-Element von Steinbock. Hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich aber um Werten. Wenn diese Liebe für dich wertvoll ist, dann sollst du um die Liebe kümmern. Oder bedeutet auch Wertschätzung. Kontakte überprüfen. Wo bekommst du Wertschätzung und Anerkennung? Diese Kontakte schätzen, bewahren. Oder gibt es auch andere Einflüsse von außen, wo dich verletzen, weil du keinen Respekt bekommst? Oder verletzt dein Selbstwertgefühl? Diese Kontakte überprüfen, eventuell von diesen Kontakten verabschieden. Es geht hier um dein Besitz, um deine Werte und Selbstwertgefühl und Respekt. Aber bedeutet auch die Finanzen. Venus bringt Glück. Du hast in dieser Zeit Glück in Finanzen, auch Gewinnchancen. Venus zeigt Kunst, Kreativität, symbolisiert auch Selbstständigkeit. Das kann auch bedeuten, dass dadurch Geld kommt, dass das Geld fließt. Aber es ist nicht nur die Einnahme, sondern auch die Ausgabe. Also kann auch auslösen in dieser Zeit, wenn Venus hier im zweiten Haus ist, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Venus bedeutet auch anderen Frauen. Es ist auch möglich, dass eine oder mehrere Frauen einen Einfluss haben auf deine Werte oder Wertschätzung oder auf deine Finanzen. 12. Dezember war ein Vollmond und das heißt, dann sind wir gerade in eine abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Und zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll. Aber wir sollen auf die Halbmondpositionen achten, weil das ist Spannung, das werft eher alles zurück. 17. Dezember, Mond befindet sich im Löwe. Aktiviert Löwe Themen und es ist dein Selbstbewusstsein, deine Kreativität, deine Selbstdarstellung, auch Öffentlichkeit, dich selbst in die Mitte stellen, damit du wahrgenommen bist. Dann kommt dazu, die Einfluss von 9. Haus oder 9. Lebensbereich. Und das sind Kontakte zum Ausland oder eine Reise oder eine innere Reise, kann auch eine spirituelle Gruppe sein. Im selben Tag, am 17. Dezember, übergeht Sonne im Schütze. Beginnt ein neues Monatsthema. Und das trifft dich persönlich, weil du hast Aszendent Schütze. Dein Selbst steht jetzt im Mittelpunkt und Schütze Themen. Entweder Neuorientierung oder Sport, Bewegung, Reise, Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise, die Glaubensrichtung oder Spiritualität. 18. Dezember. Mond ist immer noch hier im Löwe und erreicht in seiner Umlaufbahn das nächste Punkt aus der Erde aus gesehen. Und das bedeutet, hier aktiviert unsere Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen. Oder löst auch aus bei unserem Partner oder Wunschpartner.
Und weil das ganz nah zum Erde ist, es ist realisierbar. Und hier sollen wir auch etwas befestigen. Es ist alles jetzt erreichbar, was wir so wünschen oder unserem Sehnsüchte, unserem Träume kommt jetzt zum Erfüllung. 19. Dezember ist Halbmond und das im Jungfrau. Mond aktiviert Jungfrau-Themen und das bedeutet etwas in Ordnung bringen oder Heilung oder Heilenergie, aber wir sollen auch etwas kritisch betrachten und trennen Spreu von Weizen oder etwas analysieren. Ein Halbmond bedeutet, dass Sonne, Mond und Erde in eine Verbindung steht und es ist eine Spannung. Und das heißt, Sonne ist im Schütze und es ist Feuerelement. Unser Planet Erde befindet sich in diesem Tag in Zwillinge und es ist Luftelement. Und Mond bewegt sich im Jungfrau und das ist Erde-Element. Das heißt, Sonne, Mond und Erde bilden sich ein Dreieck, verbindet sich drei Tierkreiszeichen, Schütze, Jungfrau, Zwillinge, verbindet sich drei Elementen, Feuerelement, Erde-Element, Luftelement. Es ist ganz logisch, zum inneren Harmonie, zum inneren Gleichgewicht fehlt die Wasserelement. Und wenn wir mit dem Energie bewusster umgehen, dann betonen wir die Wasserelement. Und das ist unserem Unbewussten, unserem Intuition, unserem Träumen, unserem Gefühlen. Die Gefühlen betonen, gefühlsvoll sein oder intuitiv handeln oder auf unseren Träume achten. Und dazu gehört die Tierkreiszeichen Fischen, Skorpio und Krebs. Die sind die Wasserelement. Und das wäre die Richtung, was hier die Ausgleich gibt in diesem Tag, bei diesem Halbmond. 21. Dezember ist Mond im Waage. Mond aktiviert hier Waage-Themen und das ist inneren Gleichgewicht, Schönheit, Kreativität, Ästhetik, etwas vergleichen oder ausgleichen, etwas harmonisieren. Waage symbolisiert auch Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten, dann kippt die Waageschale auch und bringt Unruhe und wir müssen das wiederherstellen und uns einsetzen auf die Gerechtigkeit. Waage symbolisiert auch Liebe, Partnerschaft. Also das sind die Themen, was diese Mondbewegung hier aktiviert. Bei dir kommt noch dazu die 11. Haus oder 11. Lebensbereich. Das sind deine Hoffnungen, deine Wünsche. Oder im Freundeskreis kommen kleinere Veränderungen. Die Mondbewegung kann nämlich kleinere Veränderungen auch auslösen. Oder eine Gruppe. 22. Dezember ist Wintersonnenwende, exakt um 5.13 Uhr. Hier kommt eine Wende in unserem Leben. 23. Dezember ist Mond im Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und das symbolisiert die Gefühle. Die 12. Lebensbereich bedeutet Rückzug.
Entweder ist jemand im Rückzug und das wirkt auf deinen Emotionen, oder du selbst sollst zurückhaltend sein, eher etwas beobachten und abwarten. Im selben Tag steht Mond in Verbindung zum Mars, und das kannst du so vorstellen. Erstmal kommt ein Mars-Mond-Konjunktion, und das heißt, du reagierst emotional, oder eine männliche Person wirkt auf deinen Gefühlen, und das kann in Freundeskreis, Bekanntenkreis sein. Und dann übergeht Mond in Skorpion, und das bedeutet Rückzug. Das kann auslösen, dass dieser Mann dich verletzt und du bist im Rückzug, oder habt ihr Kontakt und er fühlt sich verletzt, missversteht etwas und ist eher im Rückzug. Aber sei eher zurückhaltend. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond treffen sie sich. Und Mond ist unsichtbar. Warum? Ist ganz einfach. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Wenn die beiden sich treffen, so wie hier Sonne, Mond im Schütze, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten, weil es keine Entfernung da. Und das bedeutet, Mond ist unsichtbar. Und das löst bei uns etwas aus. Etwas unsichtbar machen oder zurückhaltend sein bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Über was sollen wir nachdenken? Das erzählt die Schütze. Neuorientierung. Die Frage stellen, wohin geht die Reise? Entweder ein Urlaub planen, kann auch ein Lebensplan sein. Wie geht das weiter? Und natürlich die Begeisterung und die Wünsche immerhin. Die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und spirituell bedeutet das in unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten, unseren Hoffnungen. Und das ist die Richtung. Und da etwas dafür tun. Und hier bei diesem Neumond können wir nachdenklich sein und das definieren. Das beschreiben, was soll das genau sein, wie soll das ausschauen, welche Ziele haben wir im Leben oder was ist erreichbar überhaupt. 27. Dezember trifft Mond mit Jupiter, aktiviert Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, trifft uns. Möglich ist auch, dass wir etwas vergrößern oder haben wir mehr Glück in diesem Tag. Jupiter bringt auch Glück. Dann trifft Mond mit Saturn, unseren Gefühlen ernst zu nehmen, etwas befestigen, sorgen für Sicherheit und Stabilität. Dann trifft Mond mit Pluto, und das heißt auf dem Wesentlichen konzentrieren, alles oder nichts. Das ist die Motto von Pluto. Dann bildet sich im selben Tag Sonne mit Jupiter, eine sogenannte Konjunktion. Sie treffen sich auch und wirken zusammen. Und das heißt, haben wir mehr Glück, das trifft dich persönlich, du bist auch wahrgenommen, bekommst du Anerkennung oder Ansehen. Jupiter zeigt oft eine rechtliche Lage und Sonne gibt das Licht, die Wahrheit kommt ins Licht. Oder geht alles voran, das kommt dann auch in Form. 28. Dezember ist Mond im Steinbock. Neue Themen wird hier aktiviert. Etwas realisieren, immerhin ist das Erde-Element oder Ziele setzen. Das symbolisiert Steinbock aber auch. Und hier kommen noch die Themen wie Besitz,
Werten, Selbstwertgefühl und Finanzen. 29. Dezember bildet sich Mond mit Venus eine Konjunktion hier im Steinbock. Das ist eine weibliche Energie. Mond symbolisiert eher die Mütterlichkeit und Venus ist die Liebesplanet, Aphrodite, die Liebesgöttin. Und hier trifft die beiden weiblichen Energie. Das zeigt natürlich Kreativität, Schönheitssinn oder etwas verschönern. Und das steht hier in Verbindung zu deinen Werten. Sei damit bewusst, steh zu diesen Werten und verlange Wertschätzung, aber aktiviert auch Finanzen. Entweder kommt Geld rein, weil du eine kreative Tätigkeit hast, oder du gibst Geld aus für schöne Dinge. 30. Dezember übergeht Mond im Wassermann. Hier kommt mehr Leichtigkeit, das ist Luftelement, was wir spüren auch, das vermittelt die Mondbewegung. Oder haben wir neue Ideen und wir sollen unsere Ideen in Tat umsetzen. Mond aktiviert hier Themen von dritten Haus oder dritten Lebensbereich. Wie kannst du dich behaupten? Wie kannst du dich durchsetzen? Welche Schulung sollst du machen? Was sollst du vermitteln? Welche Kontakte hast du über Internet oder die Verbindung zu deinen Verwandten oder Nachbarn? All das kommt noch dazu. In diesem 30. Dezember erreicht Merkur die weiteste Punkt aus die Sonne aus gesehen. Die Planeten, auch Merkur, kreist um die Sonne. Es gibt einen Punkt, wo ganz nah zu die Sonne befindet und es gibt einen Punkt, was das weiteste ist, aus die Sonne aus gesehen und das wirkt. Wirkt auf die Handlungen, auf die Termine, auf die Kommunikation, auf die Nachrichten. Weil das zu weit weg ist von Sonne, es ist schwierig, da etwas zu klären. Wenn ein Planet weiter weg ist von der Sonne, dann ist die Bewegung langsamer. Wenn ein Planet näher zur Sonne befindet, umso schneller ist es. Das ist Gravitation. Also das heißt, Merkur ist in seiner Umlaufbahn das weiteste Punkt aus der Sonne aus gesehen. Es ist schwierig, etwas zu klären und die Bewegung ist langsamer. Es verlangsamt sich etwas, ein Termin verspätet sich oder du wartest auf eine Nachricht und es kommt nicht. Das sind Verzögerungen und das erleben wir im Alltag. Am 31. Dezember steht Mond mit Neptun in Verbindung. Sie verstehen sich sehr gut, weil die beiden haben dieselbe Essenz. Sie wirken auf unsere Emotionen, auf unsere Sehnsüchte und Träume. Also wird dieser Traum aktiviert und es ist möglich, unserem Träumeleben das zu verwirklichen. Und mit dieser traumhaften Energie schließen wir Jahr 2019 und mit diesem Satz schließe ich auch diese Aufnahme, diese Monatslegung. Liebe Siuliria, so könnte ich Monat Dezember beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.